Show. Guten Morgen und willkommen in Audimax der FH St. Augustin. Willkommen zum zweiten Tag der Frostcon. Wir stehen am Beginn des Tracks über Development und ich meine, irgendwie geht es hier ja immer um Development, aber ganz konkret. Viele haben jetzt in letzter Zeit über Dateisysteme gesprochen, extra hier, aber das ist ja nicht das einzige Dateisystem, gute Dateisystem, welches es gibt. Und wir hören jetzt etwas über ZFS und niemand besser könnte das erklären als Rüdiger Pebel als Handlungsreisender in Sachen Open Solaris und ZFS. Bitte schön. Ja. Dankeschön. Herzlich willkommen zum Vortrag ZFS auf der Frostcon hier. Mein Name ist Ulrich Gräf, bin beschäftigt bei der Firma Sun Microsystems. Heute noch? Sun Microsystems. Bin dort Systemingenieur in der Gruppe Plattformtechnologie und dem sind Open Solaris, Solaris und Performance. Was ist die Plattformtechnologie? Es ist natürlich die Hardware, die initiale Hardware, die Prozessoren und das Betriebssystem. Das ist das, was wir deutschlandweit vertreten und auch uns noch an Kunden bearbeiten. Okay, ich bin nicht mein Gut. Um weiteren Befürchtungen, Fragen vorwegzukommen, das ist eine offizielle Aussage von Larry Ellison. In our opinion, Sun Solaris is by far the best Unix operating system in the business. Er unterscheidet immer noch zwischen Unix und Linux. Durch Linux ist das unbreakable Linux, meint er. Nichtsdestotrotz, mehr darf ich darüber auch nicht sagen. Über die Akquisition von Sun durch Oracle. Es ist einfach so, dass jetzt am Freitag die letzte Nachricht kam, dass eben das amerikanische Department of Justice zugestimmt hat, dass Sun durch Oracle aufgekauft werden kann. Jetzt fehlt noch die Zustimmung der Europäischen Community, der Europäischen Kommission, genau. Bitte? Weil die wird kommen, genau, wir haben einen Termin am 3. September, müssen sie eine Aussage treffen, ob sie zustimmen, ablehnen, zustimmen mit Auflagen oder um 90 Tage verlängern. Ja, weiß ich nicht. Mehr Fragen kann ich auch nicht beantworten dazu. Ich habe auch keine Informationen. ZFS. ZFS war eine Idee bei uns, eine neue Generation von Filesystemen zu machen. Und zwar hat man sich überlegt, wir wollen die Daten integer halten, einen Volume Manager integrieren, alle Blöcke in einem Filesystem mit Prüfsummen sichern. Die Kapazität soll zukunftssicher sein, das heißt, es ist von vornherein ein 128-Bit-Filesystem. Warum? Ja, wenn man Moore's Law so weiterrechnet, dann platzen die ersten Filesysteme zwischen dem Jahr 2010 und 2020 aus den 64-Bits heraus. Okay, er zieht heute noch die Daumen hoch. Es ist aber so, wenn man die Größe, wie sie weiter wachsen, so betrachtet. Ich habe das erste Filesystem installiert bei Kunden mit 900 Terabyte. Ein Filesystem, 900 Terabyte. Und das wächst so weiter. Dann werden wir das sehen, dass wir irgendwann über die 64-Bit herauswachsen. Und dann muss man halt ein Filesystem haben, was es kann. Dann muss man natürlich ein Filesystem haben, was alle Parameter automatisch anpassend hat. Ein Filesystem, was immer in sich konsistent ist und was auch nicht so schwer zum Administrieren ist. ZFS selber basiert auf Transaktionen. Kommen wir später nochmal genauer drauf, wie das funktioniert, damit man eben auch immer eine Konsistenz im Filesystem hat. Wie sieht die Situation aus, wenn man sich das bei den Filesystemen ansieht? Wir haben das traditionelle Modell, dass man Filesysteme auf ein Device setzt. Das ist jetzt bei jedem normalen Linux-PC so. Bei einem Server wird es schon wieder ein bisschen anders. Wenn ich jetzt mehr als eine Platte habe, dann möchte ich dann sowas stripen, spiegeln oder RAID machen. Und dann habe ich halt einen Volume Manager. Der Volume Manager kann auch die
RAID 5 Karte sein, also ein Volume Managing Hardware ist das dann quasi, oder es kann bei den ganz großen Systemen eine SAN Storage Box sein, EMC zum Beispiel oder HDS. Da werden also viele Platten zu einem Logical Unit zusammengefasst, auf die man dann ein Filesystem setzt. Ja. Die Filesysteme, die wir im Unix-Umfeld haben, auch im Mainframe-Umfeld, sind häufig so definiert, dass sie eben eine Bit-Optimierung haben. Da ging es darum, möglichst bestimmte Statusinformationen möglichst kompakt unterzubringen. Weil damals eben, als man mit Filesystemen angefangen hat, Filesysteme sehr klein waren. Also man muss bedenken, die erste kommerzielle Platte war eine Platte mit 5 Megabyte. Und da will man dann jedes Kilobyte, was man irgendwie für Verwaltung aufgeben muss, will man darum kämpfen. Deshalb ist da Bitoptimierung drin. Und dann gibt es hier eine Abstraktion, das heißt, wir haben also irgendwie so das ungeschriebene Gesetz, oder ja, da denkt eigentlich keiner darüber so genau nach, da wird immer gesagt, ein Filesystem ist auf einer Platte. Das ist, wird irgendwo so definiert, liegt auf einer Platte, und wenn ich jetzt mehrere Platten nehme, dann habe ich da einen Volume Manager, der mir erstmal eine Null macht, auf die das Filesystem kommt. Du schüttelst den Kopf, warum? Ja klar, diese Abstraktion ist hier eingebaut. Das heißt also prinzipiell sagt man, ein Filesystem liegt auf einer Platte oder auf einer Null, also dass ich nur eine Unit habe, auf die ich gehe mit meinem Filesystem. Sodass das Filesystem selber nichts davon weiß, dass da mehrere Platten sind. Ja? Das ist aber ein ungeschriebenes Gesetz. Das hat keiner so festgelegt, dass es so sein muss, aber jeder hat sich in der Vergangenheit daran gehalten. Ich verstecke also die Komplexität meiner Datenstruktur vor dem Filesystem, was natürlich auch gewisse Effekte hat. Das ist so die traditionelle Welt. Die Welt, die wir beim ZFS haben, ist die, dass diese Struktur vollständig aufgebrochen ist. Ich habe auf der oberen Ebene habe ich so ein Ding, das macht, das heißt ZFS POSIX Layer, das macht nach oben hin ein POSIX Filesystem, so man es da oben sehen kann, aus Directories und Files mit Nodes drin, und benutzt dann Objekte von der Data Management Unit, von der DMU. Diese Objekte sind quasi Beithaufen, die haben aber keine Directory-Struktur und keine Directory-Semantik an der Stelle. Die Data Management Unit, diese Objekte können transaktionell bearbeitet werden und die stehen erstmal für sich, die Transaktionen. Die Data Management Unit fasst diese Transaktionen nach oben hin, die nach oben hin gegeben werden, zusammen zu Gruppentransaktionen und gibt die da unten hin zum Storage Pool. Der sieht dann halt, dass mehrere Objekte auf einen Schlag immer transaktionell verändert werden. Und der Storage Pool Allocator, der kennt die Struktur der Platten und kann dann bezüglich den Platten optimieren. Das heißt also, hier habe ich eine vollständig umgedrehte Struktur im Vergleich zum transaktionellen Modell. Und das ist die Idee, die in der ZFS steckt, dass man da mit alten Sachen bricht. Das wurde sogar im Engineering genau so realisiert, dass man gesagt hat, okay, da gibt es eine Filesystemtruppe, wir machen jetzt ein neues Filesystem und keiner von der Filesystemtruppe geht da rein. Dass die nicht ihre althergebrachten Ideen mitnehmen und dass man wirklich von Grund auf, von der grünen Wiese her an, was macht. Das hat viele Vorteile gehabt, das hat wirklich viele neue Dinge geschaffen, hat auch ein paar Nachteile gehabt, weil manche Dinge haben die erstmal nicht verstanden, dass man die Filesystem braucht. Aber mittlerweile ist das alles ausgebügelt. Ja, wir haben hier eine Administrationsoptimierung. Man geht also mit diesen Datenmengen einfacher um, als man das bisher gemacht hat beim Filesystem. Können wir nachher nochmal bei dem Kommandoausschnitt sehen, den ich vorbereitet habe. Ich habe Prüfsummen auf allen Objekten in diesem Filesystem. Gibt es bisher in den Filesystemen Volume Manager nicht. Ich habe Transaktionen für alle Veränderungen. Ich kann Kompression im Filesystem einstellen. Das ist immer so ein Problem bei den bisherigen Systemen. Kompression muss nämlich das Filesystem kennen. Wenn das Filesystem nicht die Kompression kennt, der Volume Manager kann sie nicht kennen. Ich mache ein Volume aus einem Gigabyte und ich habe eigentlich nur 500 Megabyte.
und ich schalte dann die Kompression ein, aber leider Gottes speichert der Dateien, die sich nicht so gut komprimieren lassen, und plötzlich habe ich doch kein Gigabyte frei. Wie soll der Volume Manager dem Filesystem sagen, dass jetzt der Platz ausgegangen ist? Also der Volume Manager kann die Kompression nicht machen, das muss das Filesystem können. Ist bisher in den Filesystemen selten eingebaut. Und Hardware-Optimierung haben wir da unten drin, weil wir eben genau diese Struktur kennen. Wir haben uns dann überlegt, wie kann man so ein neues Filesystem entwickeln, was diese ganzen Limitierungen nicht mehr hat. Ja, und da haben wir festgestellt, es gibt keinen Weg, das aus dem jetzigen Code heraus zu entwickeln. Dass man Volume Manager Filesystem-Code zusammenwirft, ein bisschen optimiert und dann hat man ein wunderbares neues Filesystem. So, 20 bis 40 Jahre alte Annahmen gelten nicht mehr. Zum Beispiel die Sache mit den Prüfsummen. Die Frage schwirrt bei euch irgendwo im Kopf herum, bin ich mir ganz sicher. Prüfsummen sind zu teuer. Da muss ich ja über alle Daten drüber gehen. Das stimmt, ich muss über alle Daten drüber gehen, aber zu teuer sind sie nicht mehr. In den Zeiten vor, noch sagen wir mal, 15 Jahren war das so, dass im Mikrocomputerbereich, Atari oder was man gehabt hat, habe ich einen 8 MHz Prozessor gehabt. Wenn er einen 8 Kilobyte Block durcharbeitet, dann hat er also 8 Millionen durch 8000, hat er halt eine Tausendstel Sekunde für jedes Byte übrig. Das ist nicht viel. Ja? Und eine Tausendstel Sekunde, da kann er nicht viele Operationen machen. Heute habe ich Prozessoren 1, 2, 3 GHz und ich habe 64-Bit breite Prozessoren. Das heißt also, die können 8 GB, da können sie in der Mikrosekunde jedes Byte bearbeiten, da haben sie sehr viel mehr Zeit dafür. Das heißt also, wir haben hier viel bessere Möglichkeiten, auch Prüfsummen zu rechnen oder sparsame Metadaten. Wenn man sich jetzt überlegt, man gibt irgendwie mehrere Plattenzugriffe oder spart ein bisschen Platz, weil man die Daten schön kompakt als Bits speichert. Würde man heute nicht mehr akzeptieren, weil heute sagt man eher, naja, die paar Bytes tue ich gerne spendieren, wenn es insgesamt schneller wird. Ja? Deswegen, diese Annahmen sind nicht mehr gültig. Volume Manager. Ja, wann kamen die Volume Manager? Die kamen halt auf, als es Anfang der 90er günstige Platten gab. Ich kann mich noch erinnern, ich war in der Hochschule in Darmstadt. Wir hatten gerade das Internet angeschlossen und wir haben den FTP-Server aufgesetzt und den News-Server und den Mail-Server. Da haben wir ein bisschen Platz gebraucht. Da haben wir beschlossen, wir kaufen eine große Platte, weil die großen Platten sind jetzt günstig. Da haben wir bei Hamilton eine 1-Gigabyte-Platte für 4.000 DM gekauft. Ja, 4.000 DM. Und diese 1-Gigabyte-Platte war Spulen, News-Spulen, FTP-Server und Mail-System. Das war ganz klasse, richtig schön groß. Andere haben sich allerdings gedacht, und die Firma ENC ist gerade auch zu diesem Zeitpunkt zustande gekommen, haben gesagt, wir müssen irgendwie schaffen, gigantische Speicher zu bauen, indem wir von diesen billigen Platten viele nehmen, in den Schrank bauen und irgendwie streiten, wie man was weiß ich. Es gab ja den David Patterson, oder den gibt es noch, und der hat dieses RAID-Papier über die RAID-Level geschrieben. Und diese RAID-Level wurden dann quasi in Software umgesetzt, weil nicht jeder wollte sich diesen Schrank kaufen mit der Hardware drin, wurde dann in Software umgesetzt und das ist im Prinzip dann der Volume Manager. Die Grade Level umgesetzt in Software als Volume Manager. Ja, okay, dann kann ich die Platten flexibel verwalten, kann von diesen billigen 1 GB Platten mehrere zusammenspreiten und ein 2 GB Filesystem machen. Okay, heute muss man 1000 dranhängen, aber nichtsdestotrotz sind wir hier in der Situation, dass wir den Volume Manager quasi nehmen, um aus einer Platte eine Ersatzplatte zu machen. Und diese Ersatzplatte, darauf setzen wir das Filesystem. Weil man dachte sich immer, also Filesysteme sind ja so äußerst kompliziert und variabel und sind ganz kritisch. Und wenn da mal Filesystemcode verändert wird, dann läuft das Filesystem nicht mehr. Das heißt also, machen wir das lieber so, setzen das Filesystem auf so einen ganz einfachen Volume Manager, der es nur irgendwie ein bisschen zusammenspreit. Wenn man sich heute den Code anguckt von Volume Manager, wie groß der ist, der ist richtig riesengroß. Ist ein komplexes System, Verwaltung ist aufwendig. Das heißt also, diese Einfachheit hat der Volume Manager nicht mehr. Und diese Entscheidungen haben dann zu der Sackgasse geführt, dass man eben
den Volume Manager und das Filesystem separat hat und eben, dass die voneinander nicht profitieren. Okay, unsere Idee war, was müssen im Filesystem drin sein? Wir brauchen Button-Tools, wir brauchen einen integrierten Volume Manager, wir wollen große Filesysteme handhaben mit allen Anforderungen, die das mit sich bringt. Große Filesysteme heißt, ein Filesystem soll locker einige Terabyte oder Petabyte groß werden können. Oder richtig groß werden können. Was bei so großen Filesystemen immer kritisch ist, wenn mal das Filesystem punktuell kaputt geht, will ich nicht einen Restore involvieren. Also wenn ich ein Petabyte großes Filesystem habe und möchte das vom Band wieder einspielen, habe ich ein Problem. Ja, das dauert sehr lange. Leider Gottes ist es in der Industrie so, die Kunden kaufen gerne mal viele Platten, aber investieren nicht in Bandlaufwerke. Oder sie investieren in Bandlaufwerke so, dass sie die täglichen Daten, die täglich verändert werden, mitschreiben können und auf Band schreiben können. Aber sie schaffen es nicht, diese Daten in akzeptabler Zeit vollständig wieder einzulesen. Wenn wir ein Bandlaufwerk haben, können wir ruhig ein Petabyte großes Filesystem haben, wo die tägliche Bewegungsmenge von vielleicht 100 Gigabyte locker weggeschrieben werden kann. Nur, wenn ich ein Petabyte großes Filesystem wieder einlesen will, dann brauche ich bei dieser Geschwindigkeit eben 20 Tage. Ja. Das geht halt nicht. Prüfsummen ist etwas, was man nicht anbringen kann im Filesystem, ohne den Volume Manager mit zu involvieren. Das werden wir jetzt gleich sehen als Beispiel. Self-Healing, das heißt, die Daten sollen sich selbst reparieren. Und ich möchte eine administrative Vereinfachung. Wenn ich so ein großes Filesystem habe, kann es auch sein, dass ich das vielen verschiedenen Abteilungen geben möchte und da Rechte sehr variabel verteilen möchte. Und das ist halt eben etwas, was in der Administration einfach sein muss. Wenn sich die Punkte anguckt, diese Punkte sind alle schon mal da gewesen. Ja, Prüfsummen gab es schon mal, Transaktionen gibt es in Datenbanken, Volume Manager gibt es extra, große Filesysteme, naja, gibt es mit QFS, gibt es ein Filesystem von uns, das kann, wie groß werden, 256 Terabyte kann das groß werden. Aber nicht größer, dann hört es auf. Aber Plattenpools gibt es auch im Volume Manager, aber alles zusammen in einem Filesystem gab es bisher noch nicht. Hier nochmal die Begründung, warum es den Volume Manager überhaupt gab. Eben, ich gab billige Platten, ich wollte sie programmieren, ich wollte sie streiten, ich wollte sie mirroren. Und um eben aus den billigen Platten bestimmte Qualitäten zu bauen. Hier jetzt ein großes Volumen, hier jetzt eine große Datenrate. Beides ist großes Volumen, aber das ist für viele Transaktionen gut und das ist für HPC gut, weil ich bekomme beim Lesen von einem Scripten bekomme ich eine bessere Datenrate. Und hier bekomme ich eine Transaktionsunabhängigkeit. Das hat beides seinen Sinn, das einzusetzen. Und beim Mirroring bekomme ich hoffentlich eine bessere Datenverfügbarkeit. Aber das ist durchaus für mich, wie wir es gleich sehen werden. Beim ZFS ist es so, bei der Benutzung der Platten ist es wie ein Volume Manager. Ich bewege meine Platten in den Storage Pool hinein. Aber dann kann ich aus diesem Pool Filesysteme schneiden, indem ich sie einfach definiere. Und sie haben erstmal keine definierte Größe, sondern ich kann die Attribute, wie groß sie wachsen können, kann ich angeben. Das kann ich im laufenden Blick verändern, ohne dass sich irgendwas umgebaut werden muss. An der Stelle ist es sehr viel variabler. Wenn ich jetzt hier ein Filesystem kleiner machen möchte und den Platz einem anderen geben möchte, dann muss ich das Filesystem schrinken. Das Volume dann schränken, den Platz, der beim Volume übrig geblieben ist, dem anderen Volume dazugeben und dann kann ich das Filesystem erhöhen. Hier lösche ich in dem einen Filesystem den Platz und habe ihn sofort dem anderen Filesystem zur Verfügung. Ich kann trotzdem diese Filesysteme in der Größe limitieren und kann dadurch Platzverwaltung machen. Das ist also sehr viel einfacher als in den traditionellen Modellen. Hier nochmal detailliert die Unterschiede im Ablauf, warum man bei dem traditionellen Modell nicht optimieren kann. Ich habe hier das Filesystem und darunter das Volume setzen. Das Filesystem denkt sich eine gewisse Reihenfolge aus, in der eben auf die Platte geschrieben wird. Platte, Volume, hat ja keine Ahnung, was darunter liegt.
Und diese Reihenfolge ist eminent wichtig, weil die Reihenfolge wird ja dazu benutzt, beim File System Check zu verifizieren, ist denn die Datei schon da oder in welchem Stadium ist denn der Rechner abgestürzt oder ist denn das Schreiben auf die Platte stehen geblieben, sodass ich eben das File-System wieder in Ordnung bringen kann. Das heißt also, ich muss eine gewisse Reihenfolge einhalten. Also das File-System kann diese Reihenfolge nicht verändern. Im zweiten Fall kann eben das File-System auch nicht bezüglich der Plattengeometrie optimieren, dass man mal dahin schreibt, weil die andere Platte in Beschäftigung ist, weil ich eben fest vorgeschrieben ist durch die Geometrie der Logical Unit. Der Volume Manager, der muss aber auch so schreiben, wie es vom File-System kommt. Weil wenn er die Reihenfolge verändert, dann würde er wieder diesen File-System-Check in Frage stellen. File-System-Check funktioniert nicht mehr, wenn die Reihenfolge nicht stimmt. Das heißt also, der Volume Manager hat keine Möglichkeit, was in der Reihenfolge zu optimieren. Er hätte die Möglichkeit zu optimieren, wo was hinkommt, nur den Platz kann er nicht mehr bestimmen, weil er ist oben im File-System bestimmt worden, wo es hingeschrieben wird. Das heißt also, hier haben wir so eine Catch-22-Situation. Das File-System kann nichts ändern. In der Allokation liegt auch die Reihenfolge fest. Der Volume Manager kann nichts in der Reihenfolge ändern. Die Allokation legt es immer fest. Das heißt also, da ist nichts zum Optimieren. Im ZFS ist das anders. Wir haben also eine logische Objektstruktur im ZFS POSIX Layer und ändern Objekte vom ZFS POSIX Layer oder die Data Management Unit. Diese Objektänderungen werden dort zu Transaktionen kopiert und dann vom Storage Boot Allocator als Transaktionen weggeschrieben. Und wenn ich die als Transaktionen schreiben will, heißt das, ich will ja von einem Zustand in den anderen Zustand auf einen Schlag kommen. Das heißt, ich darf die alten Werte nicht überschreiben. Wenn ich die alten Werte überschreiben würde, könnte ich ja, wenn die Transaktion nicht vollständig durchgeführt wird, nicht mehr zurücksetzen. Das heißt, ich muss nur einen neuen Platz suchen. Der Storage Pool Allocator kann daher einen neuen Platz suchen auf den Platten, die möglichst wenig in Benutzung sind und ist daher schneller. Er kann also an dieser Stelle optimieren. Diese Optimierung ist hier der Seite verwehrt, weil da die Geometrie festgelegt ist. Noch kein Informationsaustausch stattfindet. Selbst wenn ich ein File-System hätte, was den Platz neu belegen kann, wenn was geschrieben wird, gibt es bei dem Volume-Interface keine Möglichkeit, das wirklich zu erfragen. Wo soll ich denn hinschreiben? Könnte man natürlich einführen, wenn man das Interface ändern möchte. Wie wird die Integrität beim ZFS erzeugt? Wir denken genauso, diese Mechanismen werden benutzt. Wir schreiben ausschließlich mit Transaktionen auf die Platte. Diese Transaktionen werden mit einem Mechanismus namens Copy on Write erzeugt. Wenn ich Ihnen mal zeigen, wo das Copy ist, dann in der Transaktion. Und auf jedem Block des File-Systems sind Prüfsummen vorhanden. Ein ZFS-File-System ist so ein Baum. Ein hohler Baum, sprich in den inneren Knoten, da gibt es keine Daten. Da oben gibt es noch einen sogenannten Überblock, der zeigt auch die Wurzel des Baumes. Und in den Blättern des Knotens liegen dann die Daten. Nehmen wir mal an, wir würden Daten in mein File-System reinschreiben. Dann muss ich in den Blöcken, die zu einer Datei gehören, etwas verändern. Diese Veränderungen schreibe ich hier weg in Blöcken, aber ich kann sie ja nicht überschreiben, sonst würde ich die Transaktion nicht zurücksetzen können. Das heißt also, ich merke mir im Hauptspeicher, diese Blöcke müssen ersetzt werden durch diese grünen Blöcke und die grünen Blöcke haben dann einen neuen Inhalt. Das passiert dann eine gewisse Zeit lang und dann sage ich, jetzt muss ich die Transaktion committen. Beim Committen der Transaktion mache ich Folgendes, dass ich eben einen neuen inneren Knoten erzeuge, der muss ja auch verändert werden. Das heißt, der wird kopiert und die Pointer, die da sich verändert haben, werden da reingeschrieben. Hier habe ich das Copy and Write. Das heißt, ich kopiere diesen Block und schreibe dann die neuen Pointer rein. Bei den Wurzelknoten mache ich das genauso. Ich kopiere den Block, der rechte Pointer bleibt gleich und der linke Pointer geht auf den neu erzeugten Teil. Und diese Blöcke habe ich jetzt im Hauptspeicher erzeugt. Dann schreibe ich die weg auf die Platte. Und zwar auf neue, bisher unbenutzte Blöcke. Und nun mache ich die Transaktion komplett,
indem ich diesen Überblock, den Block über dem Root-Block, indem ich den schreibe. Ich schreibe da einen Überblock hin und der zeigt dann auf den Rest des Baumes. Und sobald der Überblock geschrieben ist, habe ich eine neue Version. Wo kann es noch schief gehen? Ja, der Überblock hat eine Seriennummer, ist in sich selbst geprüft in der Prüfsumme, steht viermal auf der Platte und es gibt eine Liste von 128 Überblocken, die zyklisch beschrieben werden. Das heißt, ich überschreibe nicht diesen Überblock, sondern ich schreibe den nächsten. Wenn ich dann jetzt einen Crash mittendrin habe, dann habe ich einen der neuen Überblocks korrekt geschrieben. Das kann ich mit der Prüfsumme verifizieren. Das ist der neueste Überblock. Das heißt, dann habe ich meinen neuen Stand, muss nur die anderen Überblocks korrigieren. Ist einer der Überblocks, ist keiner der Überblocks von der neuen Generation richtig da, also der erste ist nicht richtig geschrieben worden, dann habe ich den Überblock von der vorigen Generation und kann auch den Stand vor der Transaktion zugreifen. Logisch gibt es den Überblock nur einmal, der ist auf jedem Volume in vier Kopien. Auf jedem Volume. Also das heißt, wenn ich jetzt fünf Platten habe, habe ich 20 Überblockkopien. Das heißt, ich habe genug. Ja. Also beim Crash gucke ich mir an, was ist der neueste Überblock, die neueste Überblockversion, die in sich mit Prüfsumme konsistent ist und das ist die zeigt die Wurzel meines Baums. Ja, ich habe eine Liste von 128 Stück. Ja, okay, das ist dann so eine Art Log, so ein Transaktionslog. Ja, ja. So zyklisch halt. Dass wenn man dann mit vier Kopien alle vier kaputt sind, dann nimmt man dann, sucht man dann den Vorgehen. Ja, genau. Ja, immer, wir haben hier den 47. Überblock, den wir gerade schreiben wollen, und dann stürzt der Rechner ab. Dann lese ich halt auf allen Platten meines Systems alle Überblocklisten rein, die sind ja relativ klein. Ja. Und gucke da, was ist der neueste Überblock mit der höchsten Transaktionsgruppennummer. Ja, und der im Slot 47, der ist nirgends okay, also nämlich den von Slot 46. Ja, ja. Und wenn der einer davon im Slot 47 okay ist, mit der neuesten Transaktionsnummer Prüfsumme stimmt, dann kann ich die anderen alle korrigieren. Ja, das ist das Einzige, was er machen muss als File-System-Check. Das war alles. Ja. Es gibt noch einen Punkt, der hier manchmal bemerkt wird. Die beiden Punkte lasse ich mal offen, damit man das rauskriegen kann. Es ist so, ich habe hier natürlich noch eine Belegungsliste. Welche Blöcke sind in diesem File-System belegt? Die Belegungsliste und auch das Directory und die Einordnungsliste sind also auch noch Metadaten, die ich updaten muss. Und die liegen nicht an einer speziellen Stelle hier drin, sondern die liegen ganz normal hier unten bei den normalen First-Order-Daten, wie die normalen Daten. Und wenn ich jetzt die Datei verändere, dann habe ich hier in diesem Baum an anderer Stelle, weiter links irgendwo, habe ich auch noch ein paar grüne Blöcke, wo ich gerade diese Metadaten, also wann die Datei geschrieben worden ist, auch verändert habe. Und wenn ich hier die Transaktion komplettiere, gibt es da auch einen grünen Pfad bis zur Wurzel des Baumes, der komplettiert wird. Das heißt also, die Metadaten, welche Blöcke belegt sind, welche Blöcke frei sind, werden mit der gleichen Transaktion mit aktualisiert. Ja. Genau. Über den Überblock wird das eindeutig identifiziert. Und so habe ich dann ein immer konsistentes File-System. Diese möchte ich, bitte? Ich habe noch eine Frage. Der Überblock ist ja quasi aus dem Nadel. Also, da muss ja dann alles durch. Jede Schreiboperation bedeutet darauf der Überblock. Nein. Jede Transaktion. Ah, okay. Also es ist nicht wie bei einer Datenbank, wo jedes Commit tatsächlich auch sicher abgelegt sein soll. Doch. Aber ihr schreibt nicht bei jeder Schreiboperation. Wir committen nicht bei jeder Schreiboperation. Ja. Wie das funktioniert, kommt gleich. Okay. Jetzt erstmal vorab, was genau jetzt an dieser Stelle gut passt, ist, wie macht man dann ZFS-Snapshots? ZFS hat eine Snapshot-Funktionalität. Und dann merke ich mir einfach den alten Snapshot-Root und passe ein bisschen auch bei der Freigabe der Blöcke. Ja, und dann kann ich über den alten Pointer eben an die Daten von einem gewissen Zeitpunkt rankommen. Ich muss nichts kopieren, ich muss nicht beim Schreiben irgendwo anders hinschreiben, sondern ich merke mir einfach nur diesen Pointer und gebe die Blöcke, die darunter hängen, nicht frei. Ja, und damit habe ich Snapshots gemacht. Die Snapshots gehen in normalen
Z-Pult-Bereich hinein. Natürlich, wenn ich, solange ich Unterschiede habe, muss ich die alte Version und die neue Version auf der Platte haben, aber solange die Dateien in beiden Versionen gleich sind, brauchen die nicht doppelt Platz. Bitte. Ja, genau. Und das ist klar, für Bäcker ist es eine interessante Geschichte. Früher hat man gesagt, ich mache einen Bäcker um 18 Uhr, dann hat es 24 Uhr gedauert. Und der Kollege aber kam und hat gesagt, gib mir mal die Datei von heute Nachmittag wieder. Ich habe die um 19 Uhr gelöscht. Dann muss der Administrator leider sagen, deine Datei war bis 19 Uhr nicht dran. Und deshalb ist sie nicht auf dem Backup. Hier macht er das so, macht einen Snapshot, backupt den Snapshot und hat daher genau den Point in Time gesichert, den ich im Snapshot gezogen habe. Ist empfehlenswert, mit ZFS auch jederzeit machbar. Okay. Noch eine Frage. Dein Speichern einer Datei, werden da die komplette Datei geschrieben? Kannst du so eine neue Kopie erstellen oder nur die geänderten? Nur die geänderten. Wenn ich ein Update mache, Open for Update, dann heißt das natürlich, dass nur die geänderten Blöcke geschrieben werden und die anderen bleiben stehen. Das heißt also, wenn ich eine Datei verändere, nur punktuell verändere, dann wird also der Snapshot nicht vollständig überschrieben. Das heißt also, die Daten, die Teile, die gleich bleiben, werden für den Snapshot und für die aktuelle Live-Kopie nur einmal gespeichert. Das ist interessant für Datenbanken. So. Natürlich, wenn ich nicht für jedes Schreiben eine Transaktion mache, dann muss ich irgendwie für die Operationen, die es brauchen, eine Möglichkeit finden, da synchron zu schreiben. Und so ist es auch. Wenn ich jetzt die Datei mit OSync oder ODSync geöffnet habe oder ein FSync System Call mache oder ein Sync System Call mache und das Sync-Kommando aufrufe, was die Semantik hat, schreibt mir den Namen, der im Hauptspeicher ist, doch endlich auf die Platte. Und diesen, wenn ich sowas habe, dann muss ich natürlich direkt bei jedem Schreiben oder in dem Augenblick, wo ich es anfordere, auf die Platte draufgehen. Manche Applikationen machen FSync sehr häufig, schreibt ein Byte F-Sync, schreibt ein Byte F-Sync, schreibt ein Byte in F-Sync, was die Platte ziemlich unter Stress bringt. Und dann landet das nämlich nicht per Transaktion auf der Platte, sondern landet in so einem ZFS-Intent-Log. Und dieses Log wird ganz normal geschrieben. Die Daten werden trotzdem im Hauptspeicher behalten und der Default-Wert ist, dass alle 5 Sekunden eine Transaktion geschrieben wird. Also nicht 100 Mal pro Sekunde, sondern alle 5 Sekunden nur. Und die Veränderungen, die in dieser Zeit passieren, laufen in dieses Log hinein, sofern sie synchron sind. So, jetzt kommt immer die Frage, die zum großen Missverständnis der gesamten Unix- und Linux-Gemeinde gehört. Wann werden denn meine Daten geschrieben, wenn ich das nicht mache? Ja, was garantiert mir denn POSIX? Ja, wenn ich das Teilsystem unmounte oder Sync sage, dann werden sie geschrieben, spätestens. Es gibt keine Garantie, dass Daten, die ich ganz normal geschrieben habe, auf der Platte sind, wenn ich die Applikation beendet habe. Es gibt da überhaupt keine Garantie. Man muss, wenn man sie auf die Platte haben will, Sync sagen. Und sinnigerweise macht ein Programm, das irgendwelche wesentlichen Daten verändert, vor dem Close ein Sync. Es gibt eine Ausnahme, wo es definiert ist, und zwar, wenn ich einen NFS-Server benutze und über NFS auf die Datei zugreife, dann ist garantiert, wenn ich ein Close mache oder mein Programm beende die Datei und dabei die Datei schließe, wenn über NFS der Close-Befehl kommt, dann muss der NFS-Server einen Sync machen. Das ist definiert. Ansonsten ist bei Unix-Dateien nicht definiert, und bei Linux auch nicht definiert, dass eben das geschrieben wird. Typischer Fall aus der jüngsten Vergangenheit hat mir einer erzählt, da gab es Probleme mit GNOME, weil der gconf.d ist implizit davon ausgegangen, dass wenn ich spätestens 5 Sekunden warte, dass es auf der Platte ist und hat deshalb kein F-Sync gemacht. Wenn man dann halt den Rechner schnell gestoppt hat, war die GNOME-Konfiguration im Eimer. Strom aus und Batterie ist leer gelaufen, war die GNOME-Konfiguration im Eimer. Hat alle Rechner betroffen, also Solaris, Linux, BSD, alle die GNOME benutzt haben. Ja. Man darf eben davon nicht ausgehen, man muss einen Sync machen oder bei NFS ist es garantiert. Common Misconception. Ich hab das auch bis vor 2 Jahren falsch verstanden gehabt. Ich habe dann mit einem unserer Ingenieure geredet, der hat das genau auseinandergelegt. Es ist so, dass es nicht garantiert ist, dass die Daten geschrieben werden, es sei denn, man macht eine dieser Operationen. Also mit öffentlicher Datei, wo sie sind,
macht ein F-Sync System Call oder ein Sync System Call, was das ganze Filesystem synkt. Okay, habe ich euch enttäuscht. Aber das trifft Linux genauso. Weil ist nämlich der Unterschied zwischen X3 und X4. Beim X3 ist garantiert, dass es nach 5 Sekunden geschrieben wird. Beim X4 haben sie sich an die Spezifikation gehalten. Das ist nicht garantiert. Das stimmt so halb. Man kann eben das Commit innerhalb konfigurieren bei X3 und in der Regel konfigurieren sie die Distribution nach 5 Sekunden. Das ehrlich gesagt auch ein bisschen Blödsinn ist, aber deswegen könnte man es nicht aufpassen. Also auch bei X3 hätte das aufstehen können, wenn man seine Systeme da hat. Ah ja, okay. Genau. Gut, dass ich das weiß. Aber wie gesagt, es ist keine Garantie, dass es beschädigt ist. Das ist halt eben, das muss man halt wissen. Das heißt, für die Entwickler, die garantiert wollen, dass die Daten draufstehen, bitte F-Sync aufrufen, aber nur vor dem Close, nicht nach jedem Byte im Sinn. Weil das forciert dann eine Datenoperation jedes Mal zwischendurch. Und von denen hat man nicht so viele. Leider. Prüfsummen. Wir haben Prüfsummen in allen unseren Systemen. Die Platten haben Prüfsummen drauf. Manchmal sind die explizit drauf, manchmal sind die implizit von der Fehlerkorrektur mit dabei. Bitte schön Fehlerkorrektur und Prüfsumme nicht verwechseln. Weil man weiß, wie heutzutage eine Platte ein Byte schreibt. Wie viel Impuls ist in einem Byte auf einer heutigen Platte? Hat da jemand eine Ahnung? Mindestgebote? Bitte? Ein Byte? 8 Impulse müssen wir normalerweise brauchen, ja? 8 Bit. Heute ist ein Byte auf der Platte ein Impuls. Ein Impuls, genau, dafür brauche ich die Tafel. So, kommt bei Mittellage an, mach so. So, jetzt habe ich 6 Werte. Ne? Diese Steigerungen sind 2 Bit. 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 Diese Amplitude ist 2 Bit. Ja, und das ist nochmal eine 2 Bit. Y, ja. 12 Bit, Fehlerkorrektur, super. Kann ich wieder rauskriegen. Aber die Fehlerkorrektur wird gebraucht, weil fast immer Fehler korrigiert wird. Das heißt, da sind durchaus schon mal ein paar Fehler auf den Platten drauf, die vorher wegkorrigiert worden sind. Und ich kann auch die Fehler auf dem Medium erkennen. Mit dem bisherigen. Das heißt, ich lese meinen Block von Daten von der Platte und kriege dann einen Prüfsummenfehler von der Platte gemeldet über IDE, Serial ATA, SCSI, Fiber Channel, was weiß ich, USB. Ja, was ist das Problem? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Bereich lösche, stimmen die Daten in sich, weil die Prüfsumme von Nullen sind Nullen, damit ist alles in Ordnung. Auch wenn die Daten vollkommen kaputt sind. Und es gibt eine ganze Menge von Fehlern, die unentdeckt bleiben. Beim ZFS ist das anders gelöst. Beim ZFS habe ich quasi diesen logischen Baum, der den man im ZFS aufbaut. Und in dem sind bei jedem Pointer noch die Prüfsumme gespeichert von dem Block, der an diesem Pointer hängt. Ich kann dann lesen des Blocks, kann ich dann die Prüfsumme ausrechnen, was ja nur wenige Mikrosekunden dauert, haben wir vorhin festgestellt. Und kann dann vergleichen, ist das denn der Block, den ich hier erwartet habe? Kann ich die strukturelle Integrität, um Star Trek zu zitieren, meines ZFS-Baumes verifizieren an dieser Stelle? Und was kriege ich damit raus? Es gibt mehr Fehler, die ich erkennen kann. Wenn jetzt eine Platte an der Oberfläche kaputt geht, Bitrot nennt man das, also Verrosten der Bits, dann kann ich das erkennen in beiden Fällen. Wenn jetzt aber ein mechanischer Fehler passiert, dass eben der Plattenarm durch mechanische Einflüsse, eben Vibrationen dieser oder der anderen Platten im Rack irgendwie aus der Spur springt, bevor ich lese oder schreibe, passieren die folgenden Dinge. Phantom Writes, das hat sich gerade bewegt, wo ich geschrieben habe, das ist irgendwie auf der Platte verschmiert. Das macht leider nichts beim Lesen, weil die anderen Sektoren sind nur partiell verändert und dort wird durch die Fehlerkorrektur der Fehler rausgemacht. Aber diesen Block, den ich da geschrieben habe, den finde ich nicht wieder. Der ist weg. Weil der total verschmiert ist über die Platte, weil sich der Arm gerade bewegt hat. Oder ich kriege ein Misdirected Read. Das heißt, statt von Spur 17 lese ich von Spur 21, weil der Kopf gesprungen ist wegen der Vibration.
Administrator hat vor Wut dagegen getreten. Oder ich habe ein Misdirected Write. Dann überschreibe ich einen anderen als den gedachten Sektor, dann habe ich ja gleich zwei kaputte. Der eigentlich überschrieben werden sollte, hat einen alten Wert und ein anderer hat den Wert, der dort eigentlich hin sollte. Und diese Fehler kann ich mit Prüfsummen am Block, am Sektor, gar nicht erkennen, weil die Prüfsumme am Sektor beim Lesen stimmt. Ist okay. Kann ich nicht erkennen. Und das ist nämlich etwas, wo ZFS wirklich hilft. Und es tut solche Fehler, die man eigentlich gar nicht haben will, dass dann bei der DMA Fehler auftreten oder dass ein Treiber ein Bug ist und dort Daten vermixt werden. Diese Sachen kann es auch noch feststellen. DMA-Fehler passieren nie, ne? Werden erkannt vom System. Ich hatte eine Firma, sag mal den Namen oder nicht, im Südwesten, die liefern so Lebensmittel aus. So eine große Kette, ja. Und die haben dann die Oracle-Datenbank gehabt und haben die angeschlossen über Fiber Channel. Das eine Fiber Channel-Kabel war defekt. Das hat Fehler gemeldet. Auf der Konsole ist das rausgelaufen. Die haben einfach die Fehler ausgeschaltet, dass man nicht sieht. Okay. Prüfsummen waren immer kaputt, die wurden nie genommen. Aber irgendwann wurden sie doch genommen. Da war ganz zufällig die Prüfsumme doch korrekt. Da hat er lauter Mist auf die Daten geschrieben. Das hat die Datenbank nun einmal gemacht. Datenbank war kaputt. Restore. 4 Tage kein Betrieb. Beim Einzelhändler. Einzelhandel, Großauslieferungslager, ja. Macht Spaß. Jedenfalls, man sollte auf die Fehlermeldung gucken und dann nicht darauf vertrauen, dass die Prüfsummen es schon retten, weil manchmal ist halt auch die Statistik so, dass mal so eine Prüfsumme doch rein zufällig doch richtig ist und dann die Daten verwendet werden. So, wir spiegeln ja alle unsere Platten, um uns vor Datenverlust zu schützen. Datenverlust, ja, aber ich kann nur den Datenverlust erkennen, wenn die Platte wirklich vollständig ausfällt. Wenn ich so einen punktuellen Fehler habe, dann bekomme ich hier keinen Schutz bei Spiegeln mit dem traditionellen System. Weil ich habe jetzt zum Beispiel 2 Platten, die gespiegelt sind und auf der einen Platte ist der Block schön, eben grün, auf der anderen Platte ist der Block kaputt, eben rot. Und dann lese ich mal randommäßig den oder den. Das heißt, den gleichen Block der Datei lese ich, mal kriege ich den richtigen, mal kriege ich den falschen. Kriege ich mal den falschen, und der läuft in den Volume Manager, okay, dann gibt es natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Prüfsumme kaputt war. Dann merke ich das beim Lesen. Aber es gibt auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die ist zwar nicht so groß, aber die ist schon da, dass die Prüfsumme dann doch rein zufällig richtig war. Wie müsste ich mal ein Beispiel gesehen haben. Da kriege ich einen Block, der ist in sich kaputt oder ist durch Misdirected Read entstanden, hat die falschen Werte innen drin, ist halt der falsche Block, aber ich merke das nicht. Was macht mein Volume Manager damit? Naja, der kennt das, was dieser Block bedeutet, weiß der ja gar nicht. Der ist ja kein Fallsystem. Der nimmt diesen Block und sagt hier, entweder es ist ein interner Block, wo meine Verwaltungsinformationen draufstehen, oder er gibt es weiter an das Fallsystem. Verwaltungsinformationen für Volume Manager gibt es kaum, gibt es weiter ans Fallsystem. Das Fallsystem kann vielleicht erkennen, diese Blocknummer, die ich gerade adressieren will, damit, und die stimmt gerade, die liegt außerhalb der Platte. Fehler. Was muss das Fallsystem dann machen? Panik. Es hat keine Chance, muss aufhören. Oder der weniger schlimme Fall, vielleicht ist er weniger schlimm, der kaputte Block geht an die Applikation. Die Applikation kriegt statt irgendwie einen validen Datenbankblock irgendeinen binären Müll und die macht dann was draus. Die rechnet halt nur falsch. Okay, wofür habe ich Rechner? Die sollen mir was bearbeiten, Daten verarbeiten, falsche Daten, falsche Ergebnisse, nicht so interessant. Auf jeden Fall, der Rechner stürzt nicht ab, das Betriebssystem bleibt da. Also für jemand wie mich, der Betriebssystemmensch ist, ist das ja alles okay dann. Passt. Ich bin nur beschäftigt, dass es nicht geht. Was macht ZFS an der Stelle? Durch diese Kombination, Volume Manager, ich weiß, wo die Daten stehen, ich weiß, wo der Spiegel ist, durch die Prüfsummen mache ich Folgendes. Ich lese diesen Block, ZFS rechnet die Prüfsumme aus, sie stimmt nicht überein mit der Prüfsumme im Überblock. Das heißt also, verwendet diese Daten nicht. Es gibt keine versehentliche Verwendung dieser Daten. Schluss. Es weiß aber, wo der Spiegel steht, kann den Spiegel lesen.
kann verifizieren, der Spiegel ist gut, weil die Prüfsumme stimmt. Das ist genau der Spiegel, den ich in dieser Struktur erwarte im Filesystem. Und kann dann die Daten verwenden. Entweder im ZFS selber für Verpointerung oder für die Applikation als Daten. Plus Goodie, das Ding, was Self-Healing heißt, er weiß ja, wo der kaputte Spiegel steht und kann ihn reparieren. Kann ihn überschreiben. Und das kriegt man nur mit einem Filesystem, was Volume Manager und Prüfsummen drin hat. Sprich mit ZFS und wenn es dann mal geht, das BTFS, BetaFS. Oder es geht ja. Wer hat da Ahnung? Weiß er Bescheid? BetaFS? Hm? Okay. Okay. Wollte sich jemand melden? Nein? Okay, ZFS ist jedenfalls in Benutzung und ZFS, ja. FSCK. FSCK, traditionell, machte man beim Starten von Betriebssystemen. Seit einiger Zeit sind aber unsere Filesysteme so groß, dass wir uns selbst beschummeln. Wir setzen beim Runterfahren ein CleanBit und wenn wir hochfahren, gucken wir nach, ist das CleanBit gesetzt, dann wurde das auch sauber angemountet, da brauche ich keinen Filesystem-Check. Wir nehmen also an, dass sich die physikalische Struktur des Filesystems nicht verändert, währenddessen ich runtergefahren war. Oder währenddessen das ganze System gelaufen ist. Natürlich fallen da Bits um und wir haben also beim Service so ungefähr 20 bis 30 Fälle pro Jahr weltweit, wo festgestellt wurde, dass die Applikation kaputt gegangen ist oder dass der Rechner kaputt gegangen ist, runtergefallen, muss neu installiert werden, weil irgendwo Bits umgefallen sind auf der Platte. Und ich selber betreibe so einen kleinen Server, da haben wir so, halt mal so ein paar DVD-Images für verschiedene Betriebssysteme und so weiter. Und da habe ich mal die linke und die rechte Hälfte verglichen. Ich habe ungefähr 100 Unterschiede. Welche Seite ist jetzt richtig? Die Seite oder die Seite? Weiß ich nicht. Ohne ZFS weiß ich es nicht. Deshalb bin ich auf ZFS umgestiegen. Okay. Das heißt also, ich muss eigentlich ab und zu mal einen Filesystem-Check machen. Die Leute von den X2, 3, 4 Filesystemen haben das erkannt und nach einer gewissen Zeit wird dann so ein Check enforced, wenn man das nicht umkonfiguriert hat. Nichtsdestotrotz, wenn ich einen Filesystem-Check auf einem 1 TB Filesystem habe oder 100 TB Filesystem habe, dann dauert der. Deswegen will man den eigentlich nicht mehr haben. ZFS geht über Transaktionen über das Filesystem hinweg und hat daher keine Notwendigkeit für den Filesystem-Check. Es kann aber trotzdem noch zusätzlich über ein Online-Kommando, das ZFS CRUB, einen vollständigen Check durchführen. Das heißt, ich kann online, während die Applikationen laufen, über das Filesystem-Struktur drüber gehen und prüfen, ob die in Ordnung ist. Dann wird dann die linke Seite gelesen, die rechte Seite gelesen, die Prüfsummen geprüft und dann gegebenenfalls repariert. Man kann das wunderschön zeigen, so ein ZFS im Spiegelbetrieb, da kann ich mit DD auf die eine Hälfte Random-Daten draufschreiben und es bleibt am Leben des ZFS-Filesystems. Korrigiert ein paar Fehler, wenn ich einen Scrub mache, dann korrigiert es den Rest der Fehler noch durch und wieder ist es wieder sauber. Bitte mal probieren, bei Volume Manager über zwei Platten gespiegelt, auf die eine Hälfte mal Müll draufschreiben, im laufenden Betrieb. Kann gar nicht so schnell gucken, wie der Penny kommt. Okay, RAID 4, RAID 5 sind im ZFS auch unterstützt, das heißt RAID Z. Da werden eben diese RAID-Rechnungen gemacht über sogenannte, eben über Blöcke. Und das Problem beim RAID 4, RAID 5 heißt, ist eigentlich, dass ich eine Platte vergessen habe zum Schreiben. Wenn ich also so ein Software-RAID habe, wird also beim Power-Out gegebenenfalls eine Platte vergessen und ich habe ein sogenanntes Write-Hole. Das heißt, die Zeile ist nicht konsistent. Siehst schon, der Zeitcontroller kommt. Und diese Geschichte wird beim ZFS verhindert, indem man halt einfach diese Volumes, die ich beim RAID Z brauche, wie diese Spiegel mit einer Transaktion einhängt. Das heißt, alle die Platten, die mal geschrieben worden sind für eine RAID-Zeile, werden mit einem Schlag eingehängt über eine Transaktion. Das heißt, ich bekomme dieses Write-Hole nicht, was man sonst bei Software RAID 5 hat. Wir haben jetzt seit geraumer Zeit schon ein RAID Z3, das heißt eine Konfiguration, bei der in einer Zeile zwei Platten ausfallen können. Und gerade kürzlich ist RAID Z3
in unseren Entwicklungsbaum zurückgeflossen. Da wird also eine neue arithmetische Kombination verwendet, dass drei Klappen von dem Sprite aussagen können. Und der Kollege hat auch gesagt, ihm ist jetzt so ungefähr klar, wie man jetzt N-Klappen macht. Das heißt, wir legen ein RAID Set N. Man muss sich das überlegen, wenn ich jetzt ein RAID Set 4 hätte und mache vierfach Spiegelung oder 4 plus 4 im RAID, dann ist das mit dem RAID besser. Warum? Bei einer Vierfachspiegel, bei vier einzelnen Spiegeln, da kann nicht jede Platte ausfallen. Wenn zweimal die erste Platte ausfällt, dann sind die Daten trotzdem weg. Bei einem RAID Set 4 können vier beliebige Platten ausfallen und ich habe also eine viel bessere Qualität bei der gleichen Anzahl von Platten. Deswegen macht das durchaus Sinn. Ich weiß auch, wie häufig das in der Realität eingesetzt wird. Allerdings muss ich überlegen, wenn ich jetzt hunderte von Platten in so einem RAID verbunden habe, dann muss ich auch die Möglichkeit haben, die Platte rechtzeitig ersetzen zu können und die Zeit noch abwarten zu können, dass sie wieder gesynkt ist, bevor die nächste ausfällt. Das ist halt das Thema, je größer die Platten werden und je größer die Filesysteme werden, umso kritischer ist das. Wir haben auch einen Prefetch eingebaut im ZFS, da springe ich mal drüber und können die Platten scrubben. Access Control ist, die ein bisschen weitergehen. Man kann also SOX-compliant Datenspeicherung machen, wo dann halt eine Datei verlängerbar ist, aber nicht vorne schreibbar, weil das Recht auf Schreiben, Recht auf Open for Update und Recht auf Append sind separate Rechte, sodass ich halt quasi eine Log-Datei für andere zum Schreiben aufmachen kann. Wir können aber alte Log-Anträge vorne drin nicht überschreiben, nicht verfälschen sozusagen. Für SOX-Compliance ist ein wesentlich wichtiger Punkt. So. So ein paar Kommandos, will ich jetzt nicht erläutern, wie man Datei erläutern, um mal zu zeigen, wie einfach das ist. Ich mache Z-Bull, Grade, Tank, Mirror und zwei Platten. Damit erzeuge ich ein gespiegeltes Filesystem. Das heißt, Tank ist in der Slash-Tank gemountet und habe auch sofort die Spiegelung aktiv, weil ZFS ja weiß, welche Daten geschrieben sind, werden nur diese Daten gespiegelt, die auch aktiv im Filesystem sind. Das heißt, ich bekomme damit schon das Filesystem. Es dauert unter einer Sekunde, egal wie groß die Daten sind. Die Verwaltung ist damit sehr viel vereinfacht im Vergleich zu den anderen Sachen, wo ich erst spiegeln muss, dann neue Kommandos geben muss. Der Mount Point ist im ZFS mit eingetragen, sodass ich dann eine sehr viel vereinfachte Handhabung habe. Und ich kann solche Unterfallsysteme machen. Hier to create Tank Home. Das schneidet dann einen Teil aus diesem Tank heraus. Und das erbt dann den Mount Point, den kann ich noch so verändern über Attribute. Ich kann die Größe verändern über Attribute, das minimal reservierte kann ich verändern. Es gibt da so ungefähr 30, 40 Attribute, die ich dort einstellen kann, um das meinen Anforderungen anzupassen, ohne dass ich das Filesystem neu machen muss. Auch die Mount Points, wenn es per NFS exportiert wird, kann ich dort eintragen, müssen nicht extra irgendwo gespeichert werden. Und wenn ich das Filesystem von einem Rechner nehme, auf einen anderen Rechner tue, wandert der gespeicherte Mount Point mit, da muss ich nicht noch eine Datei mittransportieren. Das ist der Vorteil, den wir hier beim ZFS haben. So, jetzt zu den Punkten. Was haben wir vor kurzem neu gemacht beim ZFS? Neu ist, dass wir ISCSI Target Performance verbessert haben. Wir haben ja das Ganze auch als Open Storage System gemacht. Da ist ein Open Solaris embedded, was man also nicht selber sieht, sondern wo eben ein Open Solaris die Target Emulation macht und Teile von diesen Verbesserungen sind hier in Solaris 10 eingeflossen. Alle Verbesserungen sind im Open Solaris mit drin. Wir können den Storage Name Service verwenden, der bei ISCSI mit dabei ist, sodass man also eben navigieren kann, welche man benutzt. Und wir haben SCSI 3 Persistent Reserve mit drin. Das ist etwas, was man für Cluster braucht, dass man herausbekommt, wem die Klappen gerade gehören, diesem Rechner oder diesem Rechner. Seit Herbst können wir ZFS auch als Root-File-System verwenden. Und können das auch mit Flash installieren. Das heißt, also Flash ist so eine Methode im Solaris, wo ich die Maschine archivieren kann und kann diese Maschine auf mehreren anderen Plattformen dann einfach benutzen, um so eine Standardinstallation auszuführen. Das heißt, ich bereite eine Maschine vor mit Software, mit weiterer Software, lasse ein paar Pakete weg und kann diese Installation quasi zusammenfassen und dann halt auch einen Schlag auf eine andere Maschine neu installieren. Ja. ZFS im Open Solaris hat diesen sogenannten Timeslider drin. Das ist so wie die Time-Maschine auf dem Mac. Da oben waren vorhin zwei Macs, das ist noch zwei aktiv, noch einer. Genau.
dieser Timeslider basiert darauf, dass die ja da so einen Linkfarm bauen. Wir machen das so, dass wir Snapshots erzeugen. Und wenn also in einem einstellbaren Intervall Snapshots erzeugt und wenn dann ein Snapshot leer ist, wird er auch gleich wieder gelöscht. Das heißt also, ich kann mit meinem Timeslider, das ist also ein Balken, der oben im Nautilus erscheint, kann ich dann halt rückwärts fahren, da steht dann die Zeit daneben, zu welchem Zeitpunkt ich jetzt stehe und kann dann genau das Fallsystem zu diesem Zeitpunkt mir ansehen. Ja. Ja, man kann das, was damit passiert, kann man auch transportieren. Das heißt, ich kann so einen Snapshot auf einen anderen Rechner transportieren oder synken. Das heißt, dass ich eine ganze Reihe von Snapshots auf den anderen Rechner bringe. Ich muss nicht alles übertragen und sagen, die Timeslider-Snapshots von dem Punkt bis zu dem Zeitpunkt möchte ich jetzt gerne auf den anderen Rechner übertragen. So was geht auch. Das macht halt natürlich für den Programmierer Sinn, wenn er sagt, letzten Februar, guck mal, welche Version jetzt meine C-Datei dort hatte, fahr zurück und hab sie. Und so viel Veränderungen macht man eigentlich nicht, als dass das nicht nach dem Platz passen würde. Natürlich, man soll die ganzen Videos, die man so legal erwirbt, nicht unter Timeslider von dort legen. Ja. Das ist nicht für Backups gedacht, das ist halt für alte Stände gedacht. Ja, genau. Du kannst diese Snapshots ja einfach mit ZFS Central analysieren. So, und was wir jetzt gerade aktuell entwickeln, ist halt für Solaris den Level 2 ARC-Cache. Das heißt, dass man SSDs einsetzen kann als Lesespeicher. Als Schreibspeicher haben wir sie schon drin, da haben wir spezielle Highspeed-SSDs gebastelt, die so 800.000 IOs pro Sekunde schaffen. Die kann man jetzt als Log eintragen für so ein ZFS und fürs Lesen wird wieder häufig wiedergebrauchte Daten wieder gelesen werden können. Machen wir jetzt so ein Level 2 ARC Cache. ARC ist der Name des Caches, der beim ZFS verwendet wird, dass man damit das beliebig skalieren kann. Da kann man auch nur ruhig langsamer SSDs verwenden, weil da geht es ja nur darum, die Sachen, die jetzt gerade aus dem Hauptspeicher ausgeladen sind, zurückzuholen. Aber das lohnt sich auch erst dann, wenn man so ab 100 GB dafür einsetzt, investiert. User Quotas werden jetzt beim ZFS eingeführt. Das lässt sich unter ZFS relativ einfach implementieren, weil man ja diese Transaktionen hat und dann kann man die Quota-Liste als eigenes Transaktionselement auch transaktionell abwägen. Bisher gab es also die Quota-Einstellung nur pro Filesystem und jetzt wird das jetzt per ZFS gemacht, ist im Herbst da und dass man also am ZFS ein Device rausnehmen kann. Die Kollegen waren ein bisschen eingebildet und haben gesagt, wer ZFS macht, und so alles nur der ZFS machen, immer nur größer werden. Dann haben wir ihnen beilegen müssen, dass manche Kunden auch so auf Bedarf hin das kleiner machen wollen. Und das haben wir jetzt da in Entwicklung. Kleiner machen will halt keiner von den Ingenieuren. Wir wollen immer noch größer werden. Und dann, was wir im Open Solaris an den Entwicklungsbaum gerade entwickeln, ist der Blockpointer Rewriter. Da haben wir gesehen, der ZFS-Baum ist ja ein Baum, der immer nur so ersetzt wird, wo ich eben die Möglichkeit habe, über eine Transaktion eine neue Version des Baumes hinzustellen. Ich kann jetzt unten in einem bestehenden Baum nichts ersetzen. Das geht normalerweise nicht, damit die ganze Transaktion bis ganz oben fahren. Wenn ich mir aber jetzt überlege, ich möchte so ein Device rausnehmen oder ich möchte Encryption machen. Ich schalte Encryption ein, dann muss ich ja alle Blöcke, die im Filesystem sind, encrypten. Das bedeutet aber im Endeffekt, dass ich alle Blöcke ersetzen muss. Ich muss die Blockpointer rewriten. Und ein anderer Punkt ist der Data Deduplication. Wir entwickeln gerade Data Deduplication, dass Dateien, die zweimal im System sind, bei uns wird es dann so sein, dass Blöcke, die zweimal im System sind, das heißt, bei der einen Datei kann es der erste Block sein, bei der zweiten Datei kann es der zweite Block sein. Wenn die doppelt im System sind, dann sollen die zusammengeführt werden. Data Deduplication. Oder die Fragmentierung. Ich habe wirklich so ein Ding, wo eine Applikation random Daten erzeugt und die möchte ich aber hinterher sequenziell lesen. Ja, ich habe Ende. Ich möchte jetzt sequenziell lesen und möchte es dafür optimieren. Dann kann ich auf dieser Datei oder auf diesem Filesystem mit Defragmentierung fahren. Und dazu muss ich immer diese Blockpointer überschreiben. Das hat bisher gefehlt, wird gerade entwickelt. Und sobald das Blockpointer Rewriting da ist,
gehen dann alle diese vier Features, Device Removal, Encryption, Data Deinterpretation, Defragmentation. Die sind im Prinzip fertig. Wir haben auch das Modul für das Logfinder Rewrite. Das ist so die aktuelle Entwicklung, die gerade läuft. Und es wird dann in den nächsten Updates dann auch verfügbar werden. So, fertig. Und jetzt bin ich am Ende. Danke. Vielen Dank, Rudi. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Wer Fragen hat, bitte so, dass ich das mitkriege. Und dann